Russland, ein Land, das sich nach alter Größe sehnt und neue zelebriert. Das größte Land der Erde. Das sich zur WM von seiner besten Seite zeigen will. Doch was steckt hinter der glitzernden Fassade? Ein Land der Gegensätze, der Geheimnisse, das uns oft fasziniert, manchmal aufregt, aber immer erstaunt. Ich reise durch Russland, bin neugierig darauf, wie sich das Riesenreich verändert hat. Ich treffe junge Russen, die hoch hinaus wollen. Klar sind wir die Generation Putin. Geistheiler. Cowboys des Ostens. Harte Männer und starke Frauen. Ich spreche mit Anti-Putin-Aktivisten. Sie nennen uns Volksfeinde, Verräter des Vaterlandes. Mit Putin-Verstehern. Wir sind Präsident Putin absolut loyal. Und mit radikalen Patrioten. Das Vaterland ist immer in meinem Herzen. Meine Reise beginnt, wie fast alles in Russland, in Moskau. Ich besuche ein Viertel, das jung ist und auf dem Sprung. Verfall und Aufbruch, Seite an Seite. Junge Künstler und Unternehmer werkeln an ihrer Vision von einem modernen Russland. Präsident Putin dürfte das gefallen. Wie hoch sein Ansehen gerade bei jungen Russen ist, verblüfft mich. Seine treuesten Fans hat Putin unter den 18- bis 24-Jährigen. Die Generation Putin. Den Sozialismus kennen sie nur aus Schulbüchern, die Perestroika aus Erzählungen der Eltern. Ich treffe Gleb Krajnik, der für die Jugendorganisation SETJ arbeitet. SETJ, das Netz, fördert junge Künstler, damit sie ein positives Bild von Russland verbreiten. Auch Gleb selbst macht patriotische Kunst. Seine berühmteste Kreation, der Putin-Versteher-Ring. Ein Ring aus Silber. Oben aufgesetzt das Porträt des Präsidenten. Für rund 200 Euro wird der Ring weltweit verkauft. Wissen Sie, was das deutsche Wort Putin-Versteher bedeutet? Jemand, der Putin versteht. Warum dieser Name? Ist das seine Provokation? Das Wort ist hier nicht erfunden worden, sondern bei Ihnen. Wir verstehen das so, dass Europa Informationen darüber, was in Russland vorgeht, beeinflusst, auch wenn es um Putin selbst geht. Ich denke, das ist interessant und deshalb wollte ich dem Wort Putin-Versteher eine Form geben. Kunst allein zum Ruhm des Präsidenten. Man stelle sich sowas mal vor in Deutschland. Verstehe ich das als Ausländer richtig, dass Loyalität zu Putin das Motto Ihrer Organisation ist? Nicht das Wichtigste, aber natürlich eins davon. Warum ist das so? Alles, was in den vergangenen Jahren in Russland passiert ist, wird mit Putin in Verbindung gebracht. Vor allem positive Veränderungen. Und deshalb, ja, wir sind gegenüber der Politik des Präsidenten loyal. Putin, soweit das Auge reicht. Kritik ist hier unerwünscht. SETJ, das ist staatlich geförderte Propaganda in künstlerischem Gewand. Vor 32 Jahren war ich zum ersten Mal hier, damals noch Sowjetunion. Kaum etwas erinnert noch daran. Moskau schmückt sich zur Fußball-WM. Die Stadt hat das Flair einer jungen Metropole. Der Wohlstand ist bei vielen angekommen. Zur Wahrheit gehört aber auch, gerecht verteilt ist Russlands Reichtum nicht.
Ich will den Pulsschlag der Generation Putin fühlen. Russlands Hipster trifft man in den teuren Barbershops. Das sind nicht einfach Friseursalons, sondern Trendschmieden. Klar ist Moskau anders als andere Städte. Hier kommen Veränderungen wie Wellen an. Alles geht so schnell. Die sogenannten Hipster, die sind hier schon vor 5-6 Jahren aufgetaucht. Jetzt kannst du in Moskau schon wieder neue Richtungen und Moden finden, die selbst ich nicht ganz verstehe. Hier passiert einfach alles rasend schnell. Hier geht es nicht nur um einen Haarschnitt oder eine Rasur. Es geht um ein Lebensgefühl, sich wohlfühlen mit Gleichgesinnten. Dafür greift man gerne etwas tiefer in die Tasche. Barbershops, sie sind ein Symbol für die wachsende, konsumfreudige Mittelschicht in Russlands Hauptstadt. Ideologien spielen hier keine Rolle. Immer mehr Menschen geht es gut in Moskau. Von der Resignation der 90er Jahre ist nichts mehr zu spüren. Moskau ist zu einer lebendigen Metropole geworden. Nirgends ist der Aufbruch von Putins Russland in die Moderne besser zu spüren als hier. Russland wird auch geeint durch einen neu erwachten Nationalstolz. Patriotismus ist in und kann bedrohlich klingen, so charmant er auch daherkommt. Ich treffe Maria Katasonova. Die 23-Jährige arbeitet für einen Duma-Abgeordneten und gehört zur Nationalen Befreiungsbewegung. Die hat 170.000 Mitglieder. Ihr Slogan: Heimat, Freiheit, Putin. Maria ist das Covergirl der neuen Rechten Russlands. На радость людям, на смерть врагам, с Рождеством, с Новороссией. Враг будет разбит, победа будет за нами. А если мы будем проигрывать, мы уничтожим весь мир. Interview? Habt ihr drauf? Nicht, nee, ich warte. Jetzt, ja. Ja, go. Maria, ich habe im Internet Fotos von Ihnen gesehen, auf denen Sie eine Kalaschnikow halten. Es war in Donetsk. Ja, Donbass. Was wollen Sie mit diesen Fotos sagen? Nun, wir haben ein paar Fotos gemacht. Das war ein Kunstprojekt. Die Botschaft, die ich den Menschen vermitteln wollte, ist, dass das Territorium, auf dem sich derzeit die Volksrepubliken Lugansk und Donetsk befinden, dass dieses ganze Gebiet der Ukraine eigentlich russisch ist. Dort leben russische Menschen, die in eine sehr schwierige Situation gekommen sind, die in Gefahr sind und die beschützt werden müssen. In den 90er Jahren ist unser Land auseinandergefallen. Das war eine große Katastrophe. Und viele Russen fanden sich plötzlich außerhalb ihres Landes wieder. Ist die Ukraine etwa kein Brudervolk? Wir sind ein Volk. Nicht nur brüderlich, wir sind einfach ein Volk. Die Propaganda setzt den Ukrainern seit Jahrzehnten in den Kopf, dass sie besonders sind und nichts mit uns zu tun haben. Das ist einfach nur Dummheit. Das Gespräch mit Maria zeigt mir, wie unterschiedlich der Westen und Russland auf die Welt blicken. Die totale Katastrophe in den 90er Jahren, die Selbstverständlichkeit, mit der sie sagt, natürlich gehört die Krim zu Russland. Diese Ansicht ist hier nicht mal rechtsnational, sie ist Mainstream in Russland. Was denken Sie über die Rolle Russlands in der Welt?
Schauen wir auf die internationale Politik. Die USA haben offensichtlich ein wenig vergessen, dass sie nicht die einzigen auf der Welt sind. Und genau daraus entstehen eine Menge Probleme. Auch die globale Krise jetzt, alles basiert auf dieser Logik. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? In der Politik? In Russland gibt es einen berühmten Satz. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Ich werde einfach tun, was sein muss, was immer auch kommt. Viele hier denken wie Maria, bewundern Putin, denn er gibt ihnen das Gefühl zurück, Großmacht zu sein. Aber wer nicht auf Kreml-Linie ist, bekommt die Härte des Systems zu spüren. So wie Pussy Riot. Immer wieder provozieren sie öffentlich. Der Skandal als Waffe gegen Unterdrückung. 2012 das Punk-Gebet in der Moskauer Erlöserkathedrale. Der Auftritt dauert nur 41 Sekunden. Danach werden sie verhaftet. Das Urteil, trotz aller internationalen Proteste, 2 Jahre Lagerhaft in Nizhny Novgorod, auch für Mascha Aljochina. Mascha, Präsident Putin ist seit 18 Jahren an der Macht. Wie beurteilen Sie diese Zeit? Präsident Putin hat die Macht an sich gerissen. Das heißt, er wird Präsident genannt, aber er ist tatsächlich ein Eindringling. In Russland gibt es keine Möglichkeit, politische Macht abzuwählen, sprich Demokratie. Die Wahlen, von denen Sie gehört haben, das sind keine richtigen Wahlen. Putin ist als Mensch Teil des Systems. Er war ein KGB-Agent, jeder weiß das. Er hat in Deutschland gearbeitet. Es gibt keine ehemaligen KGB-Agenten. Er ist ein Kind dieses Systems. Und die Hauptaufgabe dieses Systems ist die Unterdrückung der Freiheit. Und Sie werden als Feind betrachtet? Ja, man hat uns Volksfeinde genannt, Staatsfeinde, Verräter des Vaterlandes. Als wir vor 6 Jahren ein Punk-Gebet veranstalteten, das heißt, wir sind in der Christ-Erlöser-Kathedrale aufgetreten, mit dem Lied »Mutter Gottes, vertreibe Putin«, da haben wir nicht mit einem Strafverfahren gerechnet. Nicht mit einer Gefängnisstrafe und auch nicht damit, dass die ganze Welt davon erfährt. Wir taten das, was wir fühlten, was wir tun mussten, was wir richtig fanden. 2 Jahre Lagerhaft für eine Provokation in einer Kirche. Man muss den Auftritt nicht mögen, aber wie der Staat da zurückschlug, auch das sagt etwas über Putins Russland. Wie beeinflusst die Lagerhaft ihr Leben? Wir haben unseren Kampf mit ganz verschiedenen Mitteln fortgesetzt, auch aus dem Gefängnis. Klagen, Hungerstreiks, offene Briefe. Und als wir freigelassen wurden, haben wir Mediazone gegründet. Eine Medienplattform, die einzige für freien Justizjournalismus in Russland. Was ist Ihr Traum für die Zukunft Russlands? Freiheit. Vielleicht ist das nur ein Wort, aber es hat große Bedeutung. Auch Sie sind auf der Suche nach der großen Freiheit, Rufa. Hohe Gebäude, Industrieanlagen, Kräne, Hauptsache hoch hinaus. Ein Adrenalinkick am Rande des Abgrunds. Eine falsche Bewegung und alles ist vorbei. Ein Phänomen, das in Russland entstanden ist. Ich treffe Dimitri und Kirill. Mit 16 Jahren haben sie angefangen, auf Dächer zu klettern. Roofing, ist das für euch irgendwie mit Freiheit verbunden? Mit Freiheit? Das auch, weil du entfliehst sozusagen der Hektik in der Stadt. Du bist allein da oben auf den Dächern. Ja, das ist eine Art Freiheit. Habt ihr keine Angst abzustürzen?
Ja, natürlich. Wir treffen Vorkehrungen. Man hat schon Angst, aber wir versuchen, die Risiken klein zu halten. Das größte Risiko auf den Dächern sind die Wächter und die Polizei. Sehr wenige reagieren angemessen. Vor allem am Anfang war das so. Diese Leute haben nicht verstanden, warum wir das machen. Ihr werdet manchmal die Generation Putin genannt. Seid ihr stolz darauf? Genau, Generation Putin. Da sind wir nicht stolz drauf, aber es ist eine Tatsache, dass unser ganzes Leben unter ihm verlaufen ist. Vom Alter her? Ja, vom Alter. Ja, 70% unseres Lebens haben wir mit diesem Präsidenten verbracht. Und es kommt wohl noch ein bisschen dazu. Wie steht er zu ihm? Ich möchte, dass er in Rente geht. Vielleicht hat er etwas Gutes getan, vielleicht was Schlechtes. Aber auf jeden Fall ist es Zeit für ihn, sich auszuruhen. Und du? Ich hätte gerne, dass er sich mehr mit der Innenpolitik befasst, denn in unserem Land gibt es jede Menge ungelöste Probleme. Auf welchen Gebäuden wart ihr denn schon? Auf allen. Auf allen, das ist doch ein Schatz. Doch, auf diesem waren wir, die Türme haben wir schon, auf dem da, auf dieser Spitze da, das ist das Außenministerium, dort waren wir noch nicht. Auf der Spitze waren wir, auf jedem Dach von Moskau. Stolz zeigen sie mir Instagram-Fotos von ihren Heldentaten. Wer von dort oben herabschaut, fühlt sich offenbar erhaben über die Mühen des Alltags. Irgendwie befreit. Auch dieses Bauwerk werden Kirill und Dima wohl eines Tages erklettern. Das Lacta Center in St. Petersburg. Die neue Konzernzentrale von Gazprom. Die Architektur soll eine lodernde Gasflamme symbolisieren. Mit 462 Metern wird das Lacta Center das höchste Bürogebäude Europas sein. Russlands größtes Kapital waren schon immer seine Ingenieure und Wissenschaftler. Die waren zu Sowjetzeiten Spitze und sie sind es immer noch. Zur Weltspitze zu gehören, das war immer Russlands Anspruch, auch und gerade im Hightech-Bereich. Nach dem Absturz in den 90ern hat Russlands Industrie mächtig aufgeholt, auch wenn nicht alle Projekte in der Praxis funktionieren. Man will der ganzen Welt zeigen, dass man auf Augenhöhe ist, mindestens. Wir fahren in den äußersten Westen Russlands, nach Supriagino, kurz vor der Grenze zu Weißrussland. Vor 8 Jahren haben zwei Brüder damit begonnen, hier eine der größten Rinderzuchten der Welt aufzubauen. Heute gehören ihnen 500.000 Black Angus Rinder, verteilt auf 90 Farmen und unzählige saftige Weiden. Wilder Westen in Russland und russische Cowboys. Als die ersten Tiere aus den USA hierher gebracht wurden, importierte man die amerikanischen Cowboys gleich mit, als Ausbilder. Jetzt halten die russischen Cowboys, die sogenannten Operatore, selbst die Zügel in der Hand. Mit Stepan fahre ich raus auf die Weide, ganz Cowboy-untypisch im Geländewagen. Was ist das Besondere an Black Angus? Der Unterschied zu unseren Rindern? Ja, ist es das Fleisch? Vor allem der Körperbau. Äußerlich. Sie haben so viel Masse. 700 bis 800 Kilogramm ein gut gemästetes Tier und sie wachsen schnell. Steaks für die russische Ober- und Mittelschicht. Die Cowboys sind Tag und Nacht bei den Rindern, bewachen sie vor Viehdieben und Wölfen. Mischa, was macht ihr hier so? Wir machen unsere Runden, halten Ausschau. Dass alles richtig läuft? Ja. Und wenn nicht? Setzen wir uns mit der Zentrale in Verbindung. Habt ihr Handys? Mhm. Also Cowboys 2.0. Ja, so in etwa.
Mischa ist Single. Er braucht ein Weib. Er ist ein wilder Kerl. Die Cowboys behalten die Herde im Auge. Viele Kühe haben Kälber. Wenn ein Tier schwach ist oder krank, wird es mit dem Lasso gefangen und untersucht. Die Männer hier sind mit Pferden aufgewachsen. Wer nicht reitet, wird nicht ernst genommen. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass ich auf einem Pferd saß. Jetzt habe ich keine andere Wahl. Stepan will, dass ich reite, die Kamera läuft, also kein Vertun, da muss ich durch. Komm schon, Druck auf die Beine. Gib Gas, gib Gas. Du bist schon mal geritten, oder? Verdammt lang her. Aber noch okay. Wir fahren auf eine andere Weide und wie immer singt Stepan russische Volkslieder. Wir werden erwartet. Ein bisschen mulmig ist mir schon. Dutzende Rinder, keins davon leichter als 500 Kilo. Wenn die böse werden, haben wir schlechte Karten. Die verstehen schon, dass wir ihnen nichts Böses wollen. Wir wollen sie einfach kennenlernen, stimmt's? Ja, genau. Man nennt das die Komfortzone, die Sicherheitszone. Ein Schritt und schon zu nah. Guck, die eine lässt uns ran und die andere geht schon rückwärts. Jeder hat ihre eigene Sicherheitszone, so wie du und ich. Wenn ich dir zu nahe komme, ist das unangenehm, oder? Ja, die Cowboys des Ostens, die sitzen mittlerweile fest im Sattel ohne Hilfe aus Texas oder Arizona. Und sie hüten eine der größten Herden von Black Angus Rindern weltweit schon jetzt. Und diese Herde wächst und wächst. Für mich ist das auch ein Symbol für dieses ehrgeizige neue Russland. Es will vor allem eins sein, Weltspitze. Das Unternehmen Miratorg ist die Nummer 1 in Russland, verkauft im Jahr 150.000 Tonnen Rindfleisch. Ein Teil geht ins Ausland. Geleitet wird der Konzern von den Zwillingsbrüdern Alexander und Viktor Linik. Ich treffe Viktor in der Moskauer Zentrale. Wir waren beeindruckt von dem, was wir in Supriagino gesehen haben. Und das ist nur eine von 90 Farmen, die Ihnen gehören. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Wir haben geschaut, wo es in Russland schlecht aussieht, was Fleisch betrifft. Das war ganz klar Rindfleisch, das fehlte. Dann haben wir uns genau angesehen, wie die Rinderzucht in anderen Ländern funktioniert. Die Entwicklungsbank Russlands hat uns unterstützt und Wladimir Putin ebenfalls. Es war ein Kredit, etwas mehr als 500 Millionen Dollar. 200 Millionen Dollar haben wir selbst investiert. Wladimir Putin ist seit 18 Jahren an der Macht. Ist das eine gute Zeit für Russland, für die russische Wirtschaft gewesen? Eindeutig ja. Russland ist wirklich von den Knien aufgestanden, aus der Sicht der Wirtschaft und auch in Bezug auf die Politik. Ich glaube, wir haben enorme Ergebnisse erzielt. Wenn man 20 Jahre zurückblickt, hatte Russland praktisch keine Landwirtschaft. Es gab keine Fleischproduktion. Jetzt versorgen wir uns vollständig mit Geflügel und Schweinefleisch. Fast vollständig mit Rindfleisch. Noch 3 bis 5 Jahre. Wir exportieren jetzt sogar Fleisch in die Golfstaaten und in andere Länder. Glauben Sie mir, dass Putin es geschafft hat, dieses Schwungrad zum Laufen zu bringen? Unsere Wirtschaft, also, das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Sind Sie ein Patriot? Absolut. Solche Projekte wie unsere Rinderzucht können nur russische Patrioten auf die Beine stellen. Da bin ich mir sicher. Okay.
In der Vergangenheit waren es vor allem Frauen, die die russische Volkswirtschaft am Laufen hielten. Im Sozialismus waren Frauen formal gleichberechtigt, mussten aber Arbeit und den aufreibenden Alltag meistern. Sie mussten sich durchbeißen. Vielleicht das Erfolgsgeheimnis heute. Denn eine ganze Reihe starker Frauen sitzt heute in den Führungsetagen der Wirtschaft. Sie leiten Fluglinien, Softwarefirmen, managen Immobilienkonzerne. Da ist Russland weit vorn. Auch in der Welt der Fitnessstudios hat eine Frau den Markt aufgemischt. World Class heißt ihr Produkt und ist Marktführer im Luxussegment. 80 Filialen in und außerhalb Russlands. Wer sich eine Mitgliedschaft leisten kann, hat's geschafft. Olga Slutska lebt ihre Erfolgsstory. Olga, wie schwer war es, sich durchzuboxen im Business? Um ein Sieger zu sein im Geschäft, im Sport, wo auch immer, steht man im permanenten Wettbewerb. Ich habe so fest an meinen Erfolg geglaubt, dass ich mir nicht mal vorstellen konnte, dass es schiefgehen könnte. Wie schwer ist es für Frauen im Vergleich zu Männern im Big Business erfolgreich zu sein? Sie haben doch eine Kanzlerin. Und seit wie vielen Jahren regiert sie bereits? Und wahrscheinlich denkt sie nicht, dass sie eine Frau ist und dass es dafür Vorteile gegeben hat. Bei mir ist es genauso. Ich kann mich da so ein bisschen vergleichen. Denn wenn du erst mal denkst, puh, als Frau habe ich es total schwer, dann lässt du es besser gleich, egal ob in der Wirtschaft oder in der Politik. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Frauen andere Rechte haben müssten. Ich glaube auch nicht, dass es für eine Frau schwerer ist. Was würden Sie jemandem sagen, der Ihr Unternehmen kaufen möchte? Ja, mit Vergnügen, wenn der Preis stimmt. Es ist nur ein Geschäft. Kein Kind, keine Familie, kein Vaterland. Es ist ein Geschäft. Olgas Selbstverständnis, Ziele setzen, hart dafür arbeiten, nie aufgeben. Ob Mann oder Frau, wo ist da der Unterschied? Ich fahre raus aus Moskau, denke nach über das, was Olga Slutska mir erzählt hat. Diese selbstverständliche Erfolgsstory, das ist toll. Aber es gibt leider auch dunkle Seiten für Frauen in Russland. Gewalt in den eigenen vier Wänden etwa, ein Tabuthema. In Puschkin treffe ich die Tattoo-Künstlerin Irina. Sie macht aus den Spuren der Gewalt kunstvolle Bilder. Heute ist Natascha bei ihr. Du hast diese Narben, was ist passiert? Kannst du darüber sprechen? Das waren Vorfälle in meiner Familie. Das heißt, mein Vater. Ich hatte eine schlimme Vergangenheit. Also, er hat gesoffen. Im Prinzip ist er ein guter Mensch, aber sobald Alkohol im Spiel ist, als ob er ein anderer Mensch wird. Wir haben uns oft gestritten. Wie reagieren die Menschen auf die Narben? Viele Fragen, viele komische Blicke, Unverständnis. Aber du kannst nicht immer allen erklären, was passiert ist. Im Sommer in T-Shirts, da kann man alles sehen und es sieht ja auch beängstigend aus. Die Leute starren immer. Auch wenn sie nichts sagen, es ist kein schöner Eindruck. Natascha möchte nicht erkannt werden. Sie schämt sich. Ich frage Irina, die Tätowiererin, warum machst du das? Ich will was Gutes tun. Weil heutzutage auf unserer Welt Menschen wenig Gutes tun. Da dachte ich, ich mach das. Was erzählen dir die Frauen denn, die zu dir kommen?
Sie erzählen mir wirklich schreckliche Dinge. Ich will mich eigentlich gar nicht daran erinnern oder darüber nachdenken, dass sowas überhaupt möglich ist und in unserem Leben passiert. Ja, mich beeindruckt das sehr, was hier entsteht. Im Grunde genommen ein Schmuckstück, das die Schrecken, die Narben, die Verletzungen der Vergangenheit überdeckt. Ich habe den Eindruck, dass beide sich hier am Tisch dabei sehr wohlfühlen, weil etwas Positives dabei entsteht. Und Irina, die Tätowiererin, nimmt dafür kein Geld. Ich kann nur sagen, das ist eine tolle Aktion. So ein Tattoo, das ist doch noch ein zusätzlicher Schmerz. Und das hilft? Es ist der letzte Schmerz. Der letzte Schmerz, ja. Durch diesen Schmerz kann man alles vergessen. Alles Schreckliche, was geschehen ist. Er ist wertvoll. Ein positiver Schmerz. Durch häusliche Gewalt sterben in Russland jedes Jahr 14.000 Frauen. Ein trauriger Rekord. Was ist der schönste Augenblick für dich bei dieser Arbeit? Wenn alles sozusagen vorbei ist? Ja, wenn alles bedeckt ist. Und die Narben fast nicht mehr oder gar nicht mehr zu sehen sind. Und wenn die Kundin zufrieden weggeht. Das ist das schönste Gefühl. Russland, ein modernes Land, aber eben auch ein Land mit Sehnsucht nach Tradition, nach Wurzeln. Ich bin zurück in Moskau, begegne einem anderen Heiler. So wie die Tätowiererin Irina Narben durch ihre Kunst heilt, so heilt auch der Schamane Alexander durch seine Fähigkeiten. Alexander Katzkiewicz, der Mann hinter der Maske, war früher erfolgreicher Manager. Jetzt ist er Schamane. Seine Patientin leidet unter Alltagsängsten. Der Schamane ruft einen Geist, der in ihn fahren und der Frau helfen soll. Alla, Alexanders Frau, ist immer dabei. Leichtigkeit, Wärme, sagt die Patientin unter Tränen. Das habe sie empfunden. Alexander bietet mir an, Zeuge eines weiteren Rituals zu werden, außerhalb Moskaus in freier Natur. Alexander, скажи, Schamane в городах? Schamanen in der Stadt? Ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt. Was glauben Sie selbst? Warum interessieren sich Menschen dafür? Was suchen sie? Sie suchen eine Verbindung zu sich selbst, mit ihrem Selbst, dem Geistigen. Der Mensch besteht aus drei Dingen: Geist, Seele und Körper. Den Körper kann man in der Stadt am besten befriedigen, deshalb zieht es alle in die Stadt. Aber der Geist und die Seele tun sich schwer in der Stadt. Es fehlt die Verbindung mit der Natur. Kann man Schamanismus denn lernen? Ja, das kann man. Man kann, und ich finde, in letzter Zeit muss man das sogar. Denn Schamanismus ist eine Art geistiger Weg, eine geistige Entwicklung des Menschen. Schamanismus stellt Kontakt mit Geistern her, Ahnengeistern, Naturgeistern. Schamanismus war in der Sowjetunion verboten. Jetzt ist er wieder erlaubt. Im heutigen Russland sind Schamanen einflussreich. Es gibt Gegenden, da praktizieren mehr Schamanen als Ärzte. Alexander führt mich in ein Waldgebiet in der Nähe von Moskau. Hier spürt er eine besondere Energie. Warum steht der Altar unter der Birke? Die Birke lässt die Geister herunterkommen. Für sie ist es einfacher, auf die Birke zu kommen, als einfach so auf die Erde.
Die Birke gilt als Schamanenbaum. Alexander hat Lena hierher bestellt, die nächste Kundin. Ich erlebe, wie Alexander und Alla mit ihr arbeiten. Ich bin Psychologin und möchte meinen Kundenstamm erweitern, auch Gruppen leiten. Aber mit den Gruppen klappt es bislang nicht. Und im Privaten läuft es auch nicht so toll. Ich weiß nicht, warum. Und deshalb bin ich mit meinen beiden Problemen hier, um mir Hilfe zu holen. Schamanen wollen eins werden mit der Natur. Sie greifen zurück auf uraltes Wissen, auf uralte Traditionen. Der Schamane ruft Geister herbei und spricht mit ihnen. Alexander nennt es das Ritual der Öffnung des Weißen Weges. Für mich ist es ein fremdes Ritual. Es hat zu tun mit Hypnose, mit dem Versuch, Türen zu öffnen, durch die man zur eigenen Seele reist. Ist Alexander ein Scharlatan? Viele werden das so sehen. Er glaubt an das, was er tut. Und seine Kunden auch. Tja, wie fühle ich mich? Etwas merkwürdig, würde ich sagen. Ob sich was geändert hat oder nicht, das wird man dann sehen, oder? Merkwürdig? Was meinen Sie damit? Ein bisschen verloren vielleicht. Und meinen Sie, dass es wirklich hilft? Ich denke schon. Viele Russen glauben fest an die Kraft der Natur. Vielleicht, weil russische Landschaften so überwältigend sein können. Dem Berg Elbrus schreiben Naturreligionen besondere Kräfte zu. Die sibirischen Borealwälder sind das größte Waldgebiet der Erde und sie sind immer ein Ort der Sehnsucht gewesen. Der Baikalsee, der älteste, tiefste und größte Süßwassersee der Welt. Ich reise weiter gen Osten, in die Republik Tatarstan. Kasan ist die Hauptstadt, 700 Kilometer östlich von Moskau. Die Metropole an der Wolga ist zum vierten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt Russlands gewählt worden, deutlich vor Moskau und St. Petersburg. Ein besonderer Geist scheint hier zu wirken. Auf dem Kasaner Kreml steht das Minarett neben dem Kirchturm. Ein friedliches Miteinander der Religionen klingt wie ein Märchen in diesen Zeiten. Ich besuche die neu erbaute Kul-Scharif-Moschee. Es ist die zweitgrößte Moschee Russlands. Zum Freitagsgebet strömen die Gläubigen in Scharen. In Tatarstan wird übrigens jede zweite Ehe zwischen Muslimen und Christen geschlossen. Woher kommt dieses Miteinander der Religionen? Ich frage den Großmufti von Tatarstan. In vielen Teilen der Welt gibt es Konflikte zwischen Moslems, aber auch zwischen Moslems und Christen. Wie gelingt es hier, solche Konflikte zu vermeiden? Wir haben das richtige Verständnis von Glauben. Das haben uns unsere Vorfahren hinterlassen. Wenn jemand zum orthodoxen Glauben gehört, hängt bei ihm zu Hause eine Ikone an der Wand. Daneben wohnt ein Moslem. Bei ihm wird an der Wand ein muslimisches Bild hängen. Wir wissen aber, dass wir alle betroffen sind, wenn es hier ein Problem gibt. Wenn plötzlich die Wasserversorgung nicht funktioniert oder die Stromversorgung, dann haben wir alle gemeinsam ein Problem. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass wir alle in einem Haus leben. In diesem Haus haben wir alle eine eigene Wohnung. Kasan gilt als die islamische Hauptstadt Russlands. Doch auch die christlich-orthodoxe Kirche ist seit dem Ende der Sowjetunion schwer im Kommen.
Der Untergang des Sozialismus hieß auch, es gab keine staatlich verordnete Ideologie mehr. Viele Russen entdeckten die Religion für sich. Zwei von drei Russen bekennen sich jetzt zur christlich-orthodoxen Kirche. Auch Vater Konstantin Vikar der Mariä-Verkündigungskathedrale liegt viel am friedlichen Zusammenleben der Religionen. Ich treffe ihn nach dem Gottesdienst. Die Zahl der Muslime hier steigt, die Zahl der Christen nicht. Beunruhigt Sie das? Nein. Das beunruhigt mich nicht. Denn Tatarstan ist ein Zentrum des traditionellen Islams. Des Islams, der die Nächstenliebe predigt. Wir sehen, wie Moscheen gebaut werden. In Tatarstan sind es sehr viele. Aber wir freuen uns für unsere muslimischen Brüder, dass sie wieder so einen starken Bezug zu ihrer Religion haben, dass sie so eifrig zu Gott stehen. Hier leben unterschiedliche Religionen gut zusammen. Wie kommt das? Man spürt, dass sich die Menschen bei uns als Bürger Russlands fühlen. Es ist ein russisches Volk, obwohl alle Völker dabei ihre eigenen kulturellen Traditionen pflegen. Ich denke, durch die Umstände sind wir uns einig und verstehen uns gut. Es ist die Gewissheit, dass wir alle russische Bürger sind. Auf meiner Reise habe ich ein modernes, ehrgeiziges Russland erlebt. Die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, betonen den Fortschritt der letzten Jahre und sehen optimistisch in die Zukunft. Unser Land ist besser geworden. Wir entwickeln uns von Kaliningrad bis zum fernen Osten. Es wird viel gebaut, neue Fabriken machen auf. Die Landwirtschaft ist im Aufschwung. Alles ist gut bei uns. Leute, wir sind zufrieden. Russland hat die politische Arena nie verlassen. Es war immer eine Weltmacht, das wollten nur nicht alle hören. Aber ein Fakt bleibt ein Fakt. Nur dank Putin haben wir keinen Krieg. Russland konkurriert mit niemandem. Russland lebt für sich selbst. Russland braucht nur eins, dass niemand in sein Leben pfuscht. Das ist alles. Ich habe ein dynamisches Russland erlebt, ein Land im Aufbruch. Vielen hier geht es viel besser. Auch dafür steht die Ära Putin. Das sollten wir im Westen nicht ganz vergessen, bei aller berechtigter Kritik. Russland wird ein schwieriger Nachbar bleiben, aber eben auch einer, der unbedingt dazugehören will. Ich finde, das ist eine große Chance für beide Seiten. Жить без тебя, нет, я правда тебя отпускаю, отчаянно понимаю, так дальше нельзя, но я на краю.